Willkommen zum neuen Video, heute wieder im Vlog am Start. Ich sitze hier neben meinem Simulator-Setup und ja, es gibt so ein paar Punkte, die ich ja, loswerden möchte und fangen wir doch mal gleich mit dem ersten Punkt an. Thema Mittelkonsole habe ich ja schon des öfteren Mal erwähnt, dass ich die noch mal umbauen möchte, dass da noch ein bisschen Baustelle herrscht und ich habe jetzt einen großen Schritt schon mal ja, fertiggestellt. Sieht man jetzt hier, hier und hier die Bilder habe ich vom Umbau gemacht und ja, im Grunde habe ich das Brett halt, die Fläche oben ausgetauscht. Da hatte ich ja davor den Shifter mit der Table Clamp von Fanatec befestigt. Da habe ich einfach das Brett in der Mitte durchgesägt und habe halt diese Halterung dazwischen gesetzt. War im Nachhinein ziemlich dumm, weil ich hätte den Shifter auch so befestigen können, wie ich die Handbremse befestigt habe. Und das ist einfach ja, vier Löcher bohren, beziehungsweise bei der Handbremse sind es nur drei. Ja, dicke Inbusschrauben durch, mit jede Menge Muttern und Unterlegscheiben dann befestigt und das Teil hält wie Bombe. Und es hält auch wie Bombe. Jeder sequentielle und auch Haarschalterungsvorgang, da kannst du jetzt reinkloppen ohne Ende und das Teil steht. Und meine kleine Wackelfigur, die wackelt sogar immer, das ist ziemlich lustig. Und ja, das schon mal zur Mittelkonsole. Ich habe die Oberfläche, oder also beziehungsweise die obere Seite der Mittelkonsole, die Oberfläche, noch nicht mit Alcantara überzogen, weil ich bis jetzt noch finde, dass dieses Naturholz einen guten Eindruck macht, weil wir haben ja den Tisch auch in Alcantara, teils die Naturholzfarben, die Leisten, und ich finde das einfach vom Kontrast her macht es einen guten Eindruck und ja, trotzdem elegant und hast trotzdem ein cooles Racing-Gefühl. Ich lasse es erstmal so, mal schauen, was es dann auf längere Zeit für einen Eindruck macht. Wenn nicht, ich habe noch genug Alcantara drüben in meiner Kammer liegen. Da kann man dann noch ein bisschen was drüber ziehen. Aber ansonsten, jetzt Mittelkonsole ist erstmal zufriedenstellend fertiggestellt. Und dann kann es dann auch ja mit weiteren Punkten weitergehen. Da kann ich ja schon mal gerade ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe jetzt noch vor, ich war heute sogar noch im Baumarkt, habe mir für die Rückseite des Tisches noch ein bisschen Holz geholt. Die werde ich nämlich ganz ja, noch verkleiden. Da werde ich dann auch, wenn es soweit ist, ein Update-Video dazu machen. Da werde ich auch nochmal die Mittelkonsole ein bisschen genauer zeigen. Und ja, ansonsten nochmal Kabelmanagement wird komplett neu gemacht. Stromkabel, die Steckdose kommt an eine andere Stelle. Dazu brauche ich dann aber auch nochmal längere Stromkabel wegen den Monitoren. Das wird dann auch nochmal, denke ich mal, so eine Woche dauern, bis das dann alles auch da ist. Ich möchte mir aufgrund der ganzen USB-Stecker mir so einen USB-Hub, so einen Verteiler holen, dass ich dann nur noch einen USB-Stecker in den PC stecken muss. Da habe ich eigentlich einen ganz guten USB-Hub gefunden und mal schauen, ob der dann auch funktioniert und auch auf längere Zeit funktioniert, weil meistens sind die Dinger ja auch nicht so stabil, glaube ich. Ja, das ansonsten dazu. Was gibt es noch? Gerade mal überlegen. Ja, genau, ich habe mir noch Beschriftungen geholt für die Buttonbox bzw. für die Lenkräder. Das sind einmal hier, kann ich zeigen, drei solche Aufkleberbögen. Da ist dann alles dabei, Scheibenwischer, ja, auch hier Hupe, ja, schlechtes Beispiel, Scheibenwischer, Sitzverstellen, ABS plus minus, Traktion plus minus, keine Ahnung, Start, Off, On, Off, Pfeiltasten, plus minus, also alles Mögliche, was du da eben dann bekleben kannst, damit du dann weißt, okay, das ist da, das ist da. Ich habe denselben Satz auch nochmal in der farbigen Ausführung, ist von ignitioncontrols.com, das ist eine polnische Seite, kann man sich auf jeden Fall angucken, weil ich war nämlich mal auf der Suche nach solchen Beschriftungen und ich kam dann eben nur auf die Seite. Eine andere Shop-Seite habe ich noch nicht gefunden und ich finde die eigentlich ganz in Ordnung, die Aufkleber. Du hast da wirklich jede Menge und ich meine,
Ich denke jetzt nicht, dass ich meine Lenkräder damit voll klatschen werde, vielleicht eins oder zwei Stück, je nachdem, weil die Standardprofile, die Standardbelegung bei Assetto Corsa oder Race Room oder wie auch immer, die sind eigentlich schon ganz, ja, ganz gut gemacht und die kann man sich auch gut merken, so gesagt. Eventuell meine kleine Buttonbox, da werde ich ein paar Mal draufbappen. Und ja, das eben zu den Aufklebern. Was ich mir noch geholt habe oder was ich entdeckt habe, ist für die Fanatec-Lenkräder eine Wandhalterung. Das ist so ein Teil, das ist selbst angefertigt. Also das habe nicht ich angefertigt, das habe ich mir im eBay gekauft. Da kann man, wer da Interesse hat, auch mal gucken. Die Dinger müsste es eigentlich noch geben, sind aber sehr limitiert. Und das ist eben nichts anderes als eine Wandhalterung. Zack, das kommt in die Wand. Hier haben wir Gummi, Moosgummi drauf und da kann man halt eben mit diesem Quick-Release-System die Lenkräder halt draufschnallen und dann ja, hängen die halt eben an der Wand. Und das möchte ich mir halt eben neben meinem Rennsitz befestigen, damit ich dann, wenn ich im Sitz sitze, dann mein BMW-Lenkrad zum Beispiel gegen das Formula tauschen kann. Das kannst du ja im Spiel oder während dem Spiel machen und dass ich da halt eben nicht aufstehen muss oder so und dass das dann halt auch alles ordentlich aussieht und so. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich meine Wand da eh noch machen muss und das werde ich dann eben da auch mit einarbeiten. Und wenn es soweit ist, dann gibt es natürlich da auch ein Video dazu. Und ja, ansonsten sind wir durch. Ich gucke gerade noch mal. Ne, wir haben alle Punkte abgearbeitet. Okay, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.